Mein Name ist Sherry Hagen. Ich bin unabhängige Filmemacherin und viele von Ihnen kennen mich vielleicht auch als Schauspielerin. Ich stehe heute hier für die Sichtbarkeit der Vielfalt in Deutschland. Als Frau, als eine schwarze Frau und Mutter, fühle ich mich in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht repräsentiert. Dunkle Frauen wie ich, asiatische Frauen, Transfrauen, Frauen mit einer Behinderung existieren in unserer Gesellschaft, aber kaum in den Geschichten der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Ich kam persönlich von seltenen Ausnahmen, wo ich sprechen, in denen ich Charaktere verkörpern durfte, die unabhängig meiner Hautfarbe und meines Geschlechts waren. Es werden immer noch, leider immer wieder und immer wieder dieselben Geschichten gezeigt und dieselben Geschichten erzählt. Und das zumeist aus einer männlichen, weißen Perspektive. Geschichten, die schmerzen, weil sie immer noch Vorurteile bedienen und fördern und angebliches Mitgefühl vorheucheln. Mit der bestehenden Realität und der Anerkennung einer vielfältigen Gesellschaft hat das wenig zu tun, aus meiner Meinung. Wir alle hier in dem Raum wissen, 50% der Menschen in Deutschland sind weiblich. Mindestens 21% der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund, leben in der zweiten, dritten und vierten Generation in Deutschland, werden aber von den deutschen Film- und Fernsehgeschichten nicht wiedergespiegelt. Ihnen wird das Recht an der Teilhabe am kulturellen Leben genommen, das Recht auf eigene Geschichten. Dadurch rauben wir ihnen ihre Identität und ihre Existenz. Ich persönlich sehne mich nach Geschichten von und mit einer schwarzen Perspektive, die schwarzen Menschen und POCs nicht immer und immer wieder als Dealer, Kriminelle, Ungebildete, krankheitsbringende Menschen diskreditiert. Nach Geschichten von und mit asiatischer Perspektive, die nicht nur die Mädchen und Frauen hinterm Herd putzend und kochend zeigen, als Sexsymbol oder Zigarettenschmuggler. Nach Geschichten mit der Perspektive von queeren Menschen. Geschichten, in denen Frauen ab 40 sein dürfen, ohne auf ihr Äußeres reduziert zu werden. Geschichten, in denen wir nicht darauf warten, von einem freundlichen weißen Mann oder von einer netten weißen jungen Dame befreit zu werden. Was ist das für ein Bild, was wir da tagtäglich unseren Kindern vorsetzen, frage ich mich. Wir alle haben als Bürger und Bürgerinnen dieser Gesellschaft Verantwortung und wir haben die Pflicht, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Daher bin ich eine große Verfechterin der britischen Diversity Standards. Eine simple Änderung in den Regularien ermöglicht in England vielfältiges Erzählen und fördert vielfältiges Besetzen vor und hinter der Kamera. Die Forderung nach Chancengleichheit für alle Frauen wird tatsächlich angegangen in England, Schweden und Österreich. Bis zum heutigen Tag kenne ich keine schwarze oder asiatische Filmemacherin, die jemals eine Förderung für einen fiktiven Stoff zugesprochen bekommen hat in Deutschland. Daher ist es notwendig, dass die Fördergremien nicht nur paritätisch besetzt werden, sondern auch Frauen der unterrepräsentierten Gruppen einen Platz in den jeweiligen Kommissionen erhalten, damit diese gesellschaftliche Diskussion wirklich in den Gremien geführt wird. Damit alle kreativen Frauen am Fördersystem partizipieren können und somit die einseitige Filmerzählung, die filmische Monokultur vermieden werden kann und unsere Filmlandschaft dem entspricht, was unsere Gesellschaft heute ist. Durch die Sichtbarkeit der Vielfalt können wir nur gewinnen. Neue Zuschauer und Zuschauerinnen, neue Vorbilder für alle Mädchen und Frauen, Menschlichkeit und Würde für alle. Also, lassen Sie es uns anpacken und Banden bilden.